Hallo YouTube, wir sind wieder zurück mit Horizon Forbidden West. Wir stehen hier kurz vor der zweiten Tür und hoffentlich befindet sich da drin das Gaia-Backup. Da klettern wir mal noch schnell rüber. So, da einmal hoch. Nee, ich glaube, das ist falsch. Ich glaube, wir müssen links rum. Oder? Nee, scheint doch richtig zu sein. Ah, darüber, okay. Hier, okay. Um die Ecke hat sie geschossen. So, fallen lassen auf Viereck, yes. Und jetzt? Ach da! Warte, kann ich das... Ja, kann ich benutzen. Komm, noch ein Stück. Nice. Ist keine Steck drüber. Aber sie kann. Ja, sie kann hier rüber. Boah. An einem Arm hängen. Habt ihr das schon mal gemacht? Und dann an einem Arm noch wieder zurückziehen. Das ist nicht einfach, Leute. Ich bin beim Zielen R3 und früher beginnt die Zeit verlangsamen. Das brauche ich doch nicht. Ich kann an den Punkt, aber ich, sie kann da noch. Doch, sie kann darüber. Aber da drüben gibt es auch was Geheimes. Oh, schwierig. Wollen wir direkt ins. Ich will erstens was Geheimes finden. Aber ich weiß nicht, ob das langt. Das scheint mir sehr weit weg zu sein. Oh, glaub das geht? Oder sterbe ich jetzt? Puh. Okay. Aber kommen wir da rüber, ist die andere Frage. Ich glaub's ja irgendwie nicht. Ich komme jetzt nicht mehr zurück, oder? Oh, das ist ja mies. Warte mal. Oh, es hat gelangt. Es hat tatsächlich gerade so gelangt. Einfach spiel, du hast ein Geschenk abbekommen. Muss ich jetzt den ganzen Weg nochmal laufen? Oh, bitte nicht. Man kann hier hochklettern. Man kann hier hochklettern, aber ich bin noch eins weiter runtergestürzt. Oh, ist das mies. Aber da drin ist bestimmt was richtig, richtig Geiles. Ich kann da nicht hochklettern, oder? Nope, das sind keine Kletterpunkte. Ja, das haben wir doch schon, das haben wir doch schon mal gehört. Haben wir hier jetzt ein... Safe Point? Ah, wir haben hier einen Safe Point. Für zwischendrin. Okay, wir müssen nicht ganz außenrum wieder laufen. Ah, das ging nicht. So. Was kann ich denn von hier aus jetzt machen? Ich glaube, das sollte nicht so, oder? Nee, ich glaube nicht. Aber ich will trotzdem jetzt wissen, was in dem Raum ist. So, etwas Blaues. Lohnt es sich dafür? Das ist Money. Okay, weiter rein geht's nicht. Aber das ist das, was wir, glaube ich, vorhin gesehen haben. Aber ich habe mir tatsächlich gedacht, es gibt was Krasseres hier. Dafür, dass wir jetzt den ganzen Weg gelatscht sind. Naja, macht nichts. So, kommen von mir von hier aus wieder rüber. Ich sehe da keinen Ankerpunkt für. Aber vielleicht können wir uns hier dran festhalten. Nope. Am wenigsten haben wir jetzt einen Zwischenpunkt hier, wo wir wieder von hier aus weitergehen können und nicht wieder ganz außenrum latschen müssen. Das ist schon mal ein kleiner Trostpreis. Hallo? Aha. Das hat sehr gut geklappt. Oh so, ein herzliches Hallöchen. Einen wunderschönen guten Morgen auch dir. Ich hoffe, dir geht's gut. Hä? So. Das hat nicht geklappt.
Okay. I see. Jetzt haben wir einen Ankerpunkt. Und Lorik, auch den jetzt zerlösche. Okay, das war das überflutete Labyrinth. Geschafft. Dann okay. Identity-Scan wird durchgeführt. Nice. Dann besuchen wir mal die Anlage nach Gaia. Ich bin nach den ersten beiden Stunden zurückgegangen, weil ich brauchte gesagt, oh, dann wünsche ich dir gute Besserung, Oso. Aber schön, dass du hier bist. Was ist das denn für eine Maschine? Das sieht ziemlich wild aus. Und das rote Licht ist nicht gerade... Damn, das sieht nicht gerade freundlich aus. Das Ding ist ja riesig. Der Strom ist weg. Nur für die Konsole nicht. Es ist feucht hier drin. Hoffentlich hat das Wasser nichts Wichtiges beschädigt. Okay. Genetisches Profil bestätigt. Guten Tag, Dr. Sobek. Hallöchen. Möchten Sie Einsiedlerspinne aktivieren? Einsiedlerspinne, bitte was? Möchte ich. Aktivierung. Okay. Wird das jetzt zu einem krassen Bossfight? Das klingt gar nicht gut. Scheint instabil. Und sehr schwer. Pass auf. Wenigstens habe ich Strom. Und es gibt hier Daten. Anscheinend ist diese Einsiedlerspinne ein Testapparat für Gaia und Hades. Ich sollte mir das Zugriffsfeld anschauen. Ja, leg los. Das sieht nach einem Zerstörungsteil aus, das mir gleich alles vom Leib reißen wird. Also, so war das jetzt nicht gemeint, ich meinte. Okay. Töten so. Diese runden Kapseln sind wohl Speichereinheiten. Eine mit Hades-Backups, die andere mit Gaia-Backups. Worauf wartest du noch? Muss es Hades ist unten, aber der Gaia-Behälter klemmt. Dann entklemm ihn. Hoffentlich hast du es nicht beschädigt. Da es jetzt unten ist, sollte ich auf die Kapsel zugreifen können. Hä, hey, was? Achso. Ich dachte, du musst draufklettern. Nein. Hab eins. Zwei sogar. Ich hab mir langsam Sorgen gemacht. Datenfußabdruck gering. 98% Speicher? Das kann nicht stimmen. Gaia war eine Superintelligenz. Man kann nicht erwarten... Systemkern. Keine Unterfunktionen? Die Kopie ist nicht komplett? Nein. Eher ein Samen, aus dem Gaia wachsen könnte, wenn sie Unterfunktionen für eine heuristische Matrix hätte. Also ist das nutzlos? Ich fürchte ja. Ohne Unterfunktion. Ah! Aloy, du hast alles gegeben. Wofür? Für nichts? Das ist doch nicht nichts. Vielleicht ist die Rettung der Welt für eine Person zu groß. Selbst für dich. Warte. Ohne Unterfunktionen ist sie nutzlos, aber es gibt Unterfunktionen. Da draußen. Die ursprünglichen. Die verstreut wurden, als Gaia sich hochgejagt hat. Die können überall sein. Du wirst sie nicht rechtzeitig finden. Selbst wenn, hat das Signal sie mutieren lassen wie Hades. Du weißt gar nichts. Sicher weiß ich. Viel sogar. Wenn es klappt. Das sind Unterfunktionen überall auf der Welt verteilt. Wir müssen sie finden. Sie? Du hast Minerva. Aber keine Verbindung. Nicht weit. Die Berge westlich von Rheinklang. Nah genug, um sie zu holen. Ich hatte gehofft, alle Unterfunktionen zu finden. Aber eine ist immerhin ein Anfang. Von dort aus finden wir bestimmt den nächsten. Stellst du Minerva wieder her? Kann man damit Gaias heuristische Matrix auslösen? Und ist sie bei Bewusstsein, sucht sie mit mir die anderen Unterfunktionen. Ich sammle sie ein. Und baue sie Stück für Stück wieder auf. Yes. So vibriert sogar mein Controller. Clever. Glaubst du noch, ich kann die Welt nicht alleine retten? Nicht ohne Hilfe von Gaia. Und das klingt mal gar nicht gut. Naja. Also das. Warnung. Eindringlinge. Warnung. Aloy. Du musst genau zuhören. Die Eindringlinge wollen genau dasselbe wie du. Gaia ist neugeboren, daher sind sie hier. Freunde von dir?
Nein. Sie kennen mich nicht. Der Datenimpuls, den ich übertrug und der auf ein mögliches Gaia-Backup hier hinwies, war anonym. Sie sind sehr mächtig, aber sie werden dir nicht wehtun. Nicht, wenn sie sehen, wer du bist, was du bist. Ein Klon von Elizabeth Sobeck, ein genetischer Schlüssel zum Neustart von Gaia und dem Aufbau des Systems. Sie brauchen dich. Ich hab dich gewarnt, Silence. Akzeptiere doch einfach das Unvermeidliche. Öffne die Luke. Zuerst rette ich Gaia und die Welt, dann suche und vernichte ich dich. Ich versuche dir hier zu helfen. Mal wieder hat er was verschrieben. Lass mich mal damit. So, neuer Fokus ohne Spyware. Okay, denk nach. Denk. Mir egal, wie mächtig die sind. Diese Luke, da kann allein ich öffnen. Aber finde ich einen anderen Weg raus? Bestimmt. Müssen wir. Das hat eine Strömung. Schwach, aber vielleicht ein Weg raus. Genetisches Profil bestätigt. Wait, what? Guten Tag, Dr. Sobeck. Bitte treten Sie ein. Wait, what? Gibt's noch eine von ihr? Glaxberg, hallo. Vielversprechend. Better. Was ist das denn? Was geht denn jetzt ab? Ist tatsächlich sie. What? Das ist B-Loy. Oh, so. Oh, Mann. Ist da noch ein Backup? Nein. Haben wir's. Fantastisch. Kam der Impuls denn von hier? Hat jemand... Stimmt was nicht? Mist! Phantome, Beta! What the hell, was sind das für Maschinen? Tja, hast du eine Ahnung, was ein Klon von Elizabeth Sobeck hier will? Vielleicht war es Gaia, als es sich zerstörte, eine letzte Hoffnung für das System. Das klingt gar nicht gut. Nein, danke. Verzichte. Aber die Nein, schon genug Probleme. Eric! Ja? Wie wär's mit ein wenig Downsizing? Sicher. Was, wenn sie den Impuls schickte? Dann war das töricht von ihr. Aber wir haben, was wir wollten. Was sind das für Anzüge? Setzen wir es ein. Der scheint ziemlich viele Schilder zu haben. Und sehr viel Technik. What the hell? In VR töte ich ständig. Aber dieses Zittern, wenn das Leben entweicht. Das bekommt kein Holo hin. Plapper nur schön weiter. Mach dich zum tollen Ziel. Du meinst, dieser primitive Schrott kann mir etwas anhaben? Oh Mann, das wird lustig. Das war sehr unspektakulär, Aloy. Okay, ich glaube, es geht los. Warte mal, wir haben nicht die Speere dabei. Inventar. Warte mal kurz. Wir müssen kurz das Inventar umändern. Bleib genau da stehen, wo du bist. Waffen. Ja, da verwende ich doch eigentlich relativ gerne die Bonotyp Stachelwerfer. Müssen wir gucken, wo wir sie hinmachen. Frostjägerbogen, das wäre der. Der Scharfschussbogen ist eigentlich auch ziemlich geil. Der Häckslerhandschuh, ich weiß nicht, wie der Häckslerhandschuh ist. Wow. Holy crap. Ich muss jetzt erstmal. Lass mich mal eine Runde scannen hier, ne? So, ja, okay. Schwach, stark gegen gar nichts. Okay, lässt sich nicht mal.
Darauf habe ich mich schon sehr. Lässt sich nicht mal scannen. So. Ich kann nichts ausrichten. Ich muss dir irgendwas zu nah. Ich schaff's nicht. Benutze die Konsole. Würde ich ja gerne. Also, okay. Unsere Pfeile bringen erstmal alle gar nichts. Haben wir jetzt festgestellt. So. Ich muss erstmal näher in die Richtung kommen. Oh, das ist nicht gut. Okay, jetzt ist er weit genug. Die Beute gehört mir. Ich will auch so eine Rüstung haben wie er. Kann ich die Kopplungen zerstören, die das Ding halten? Das ist vielleicht gar nicht so. Dank dir! Das wird mir nicht helfen. So, und jetzt schießt die Armkopplung der Spinne ab. Ja, wo denn? Das hier noch, oder wie? Nee. Oh, damn. Tut das weh? Zack, ey. Wie krass ist denn der drauf? Eine weniger. Was hast du vor? So, wo noch? Da. Nein. Oh. Wow, wo kommt der einfach mal her? Holy crap. Alter, das Sack, ey. Boah, ey, und was für Waffen der hat. Was muss ich noch? Ich sehe keine weitere Armkopplung, die ich abschießen kann. Doch, da. Oh. So, let's see what happens. Das ist da auch so eine gute Besserung. Das bisschen Zerstörung bringt nichts, Aloy. Nein. Ja, ich glaube schon, dass es was bringt. Komm schon. Oh, ich muss den Hauptdraht kappen. Ich will gerne. Wo ist denn der? Da oben. Wie geschickt. Ja. Eine Explosion vielleicht? Was hab ich jetzt getroffen? Wahrscheinlich ihn, gell? Nichts gebracht. So. Ich muss auf die Kopplung schießen, die den Draht halten. Kopplung gehalten. Alle abschießen. Boah, der Sack, ey. Ich würde gerne alle abschießen, aber lass mich nicht. So. Eins. Zwei. Oh, es sind noch zwei Kopplungen am Draht. Wow. Greif mich an! Nicht die dumme Maschine! Nur noch eine! Wo ist die letzte? Da. Zack, Gardim. Wenn es abstürzt, wird's dich umbringen. Besser als dir den ganzen Spaß allein zu gönnen. Oh. Jetzt kommt sie raus. Durch die Strömung, die sie vorhin entdeckt hat, ne? Verflucht! Also, wie es aussieht, gibt es nicht nur einen Klon. Was sollte das? Dass ich töte, was du tot haben wolltest? Was denkst du dir bloß? Die Plattform ist eingestürzt und die Leiche mit ihr. Mit wem redet er da? Okay. Und seit wann kriegst du nicht mehr, was du willst? Phantome suchen. Redet er mit sich selbst gerade? Boah, die Phantommaschinen sind aber auch heftig. So, dann geht's wohl jetzt ums Abhauen. Suche nach einem Ausgang. Sieht doch vielversprechend aus in die Richtung. Ich
muss irgendwann auch wieder Luft holen, ne? Wenig Sauerstoff, ja, Was trinke ich jetzt hier? Ich kann... Da. Hoch mit dir. Oh, shit. Das war bad. Bin ich überhaupt noch richtig? Kann ich da durch? Ja. Komm rauf. Wenig Sauerstoff. Hoch mit dir, komm. Was sind wir hier? Ist noch eine Tür? Ach, da geht's noch weiter. Schub. Let's go. Und nochmal Schub. Come on. Und hoch. Ich glaube, wir haben es fast geschafft. Sieht nicht so aus. Boah, holy crap. Okay. Wohin jetzt? Oh, ist schon spannend. Das Wasser fließt irgendwo hin. Ist noch eine Tür zum Öffnen? Boah, nee, sag nicht, dass wir ganz runter müssen. Das Wasser fließt irgendwo hin. Zu einem Ausgang? Warte, erstmal. Nee, das meinte ich nicht. Okay, es geht auch. So. Wo bin ich? Sind doch hinten dran die Maschinen, oder? Sieht wie ein Versorgungsraum aus. Mhm. Das Wasser führt hierher. Vielversprechend. Ah ja, da. Okay. Let's go. New York, ein herzliches Hallöchen. Mir geht's wunderbar. Wie geht's dir so? Ich hoffe, dir geht's auch gut. Hauptquest abgeschlossen. Tor des Todes. Patchcast.2. EP. Ich glaube, wir haben es geschafft, rauszukommen. Erstmal. Oh, oh. Nee. Perfekt. Wir sind rausgekommen, immerhin. Oh shit. Ich glaube, sie lebt. Wait, what? Rost. Nahtoderfahrung? Yep. Das war... Shongu. Ich bin hier. Ich muss...
Déjà-vu? Hey, hey, langsam. Immer langsam. Hey. Alles da. So wie du ihn vorhin umklammert hast, muss er wichtig sein. Oh ja. Wo sind wir? Ein Außenposten des Utaru-Stamms. Nicht weit von deinem Sturz. Wie lang? 2 Tage. Das heißt, sie ist erstmal sicher. Aloy? Wir haben keine Zeit. Ich habe was gefunden. In den Bergen westlich von Rheinklang. Ja, das hast du unterwegs gemurmelt. Aloy, was auch immer du da gefunden hast, du kannst jetzt nicht... Wenn es sein muss, kriech ich. Okay, gut. Aber vorher musst du mit jemandem reden. Mit deiner Utaru, so. Sie hat von Ärger in den Bergen gesprochen. Von einer Höhle, aus der Maschinen kommen. Das kann kein Zufall sein. Warum brauchen wir sie? Gehen wir zur Höhle. Sie liegt im Gebiet der Utaru. In ihrem Gebiet. Sie kann uns helfen. Glaub mir. Gut. Dann auf zur fabelhaften Zoo. Grüne Gliedmaßen welken, Wurzeln faulen im Schnee. Doch der Samen wird wachsen, so sicher wie Stein. So. Sie sollte im Bett sein. Aloy lässt sich nicht sagen. Du bist also so. Val meint, wir sollten reden. Über die Maschinen. In den Bergen westlich von Rheinklang. Ich bin Grabesängerin. Mein Platz ist hier. Erhol dich erstmal. Was hat es denn? Sie heißt Re, nicht es. Eine unserer Landgöttinnen. Und sie stirbt. Doch nicht nur das. Sie leidet. Ihr Zustand geht dich nichts an. So, wenn jemand helfen kann, dann Aloy. Darf ich? Vorhabe sieht schmerzhaft aus. Wird dir aber helfen. Speer. Was ist das? Hat wohl nicht dazugehört. Wir müssen uns doch unterhalten. Also gut. Hier entlang. Dass er sich immer erst beweisen muss. Bevor irgendjemand ihr Vertrauen schenkt. Aber gut. Ich glaube, wir würden alle so reagieren. Die Berge. Westlich von Rheinklang. Es gibt Ärger? Ärger haben die Utaru überall. Unsere Ernte ist verdorben. Unsere Siedlungen verlassen. Aber in der Höhle in den Bergen ist es am schlimmsten. Sie ist ein heiliger Ort. Fa, eine unserer Landgöttin, ist vor Wochen hineingegangen, aber noch nichts wieder herausgekommen. Dafür kommen tödliche Maschinen raus. Und überwältigen uns. Es ist noch nie geschehen. Wäre nicht deine erste heilige Höhle. Was hat's denn mit den Landgöttern auf sich? Reh und die Maschinen wie sie. Sie sind Götter für euch? Landgötter, ja. Seit Generationen sorgen sie für uns.
Bestellen und ernten die Felder von Reinklang. Nahrung für alle. Ein Wunder endloser Fülle. Eine Farm. Maschinengeleitet. Mehr als eine Farm. Gesegnetes Land, das meine Leute am Leben erhält. Bis zur Störung. Nach der Störung? Was ist nach der Störung mit den Landgöttern passiert? Sie schwanden. Jahr für Jahr. Einst waren sie friedfertig. Jetzt wenden sie sich gegen uns, wenn wir uns nähern, greifen uns sogar an. Sie haben die Erde immer angereichert, doch seit mehreren Jahren verderben sie sie mit Mulch. Die Felder sind alle verseucht. Es breitet sich immer weiter aus, über unsere Lande hinaus. Wir hatten immer Nahrung für alle. Jetzt können wir kaum noch unsere Kinder ernähren. Muss die Überdüngung sein? Vielleicht wird es durch Sporen übertragen? Ich weiß nicht. Das ist ja noch nicht alles. Jeder Landgott hat die Höhle einmal jährlich besucht, aber jetzt nicht mehr. Ohne die Erneuerungsrituale sind sie verfallen. Wie Reh. Sie sterben. Und mein Stamm mit ihnen. Dann gehen wir zur Höhle, oder? Ich muss mir die Höhle ansehen. Was? Das ist niemandem erlaubt. Zeit für eine Ausnahme. Sie gehört den Landgöttern. Hör zu. Da ist noch etwas anderes drin. Etwas, das Probleme auf der ganzen Welt lösen kann. Die Stürme, die Störung. Vielleicht sogar eure kaputten Landgötter. Was soll das denn bitte sein? Ein Geist? Ja. So in etwa. Ich könnte zurück nach Reinklang. Den Chor versammeln. Erzählen, wie du Reh beruhigt hast. Sie um Erlaubnis bitten, reinzugehen. Großartig. Ich hol meine Sachen. Sie braucht Ruhe. Das brauchst du mir nicht zu sagen. Alles gut, alles gut. Es wird dauern, so gut den Chor animiert zu versammeln. Kurier dich aus. Dann komm. Gut. Bettruhe. Verstanden. Ach, das Synchronsprecher. Hammer. Supergeile Arbeit. Sie braucht dich nicht, um zu heilen. Du könntest mit mir nach Reinklang kommen. Mich dabei unterstützen, den Chor zu überzeugen. Vielleicht spricht das für sie. Das tue ich gern, aber... Vielleicht rennt sie weg. Wirklich? In Ordnung. Bis später. So, warte. Es ist nicht, dass ich nicht mit dir gehen will, aber ich... Aha. Ich hab's schon geahnt. Ist es das, was du sagen wolltest? Ja. Dann freue ich mich schon wieder, mit dir zu reden. So sieht's also aus. Reden. Ja, ich mich auch. Ah ja, die sind süß zusammen. Du sollst dich ausruhen. Val. Du solltest mitgehen. Ja. Ich werde von allein wieder gesund. Du willst mich loswerden damit? Nein. Diesmal nicht. Wir treffen uns in Reinklang, wenn ich bereit bin. Bist du sicher? Ja. Geh. Verschwinde. Ja, komm, wie er sich freut. So. Warte. Oh, das hast du gut gemacht. Dafür ist die Folge auch um einiges länger, aber es macht nichts.
Wer sind die? Das würde ich auch gerne wissen. So viele neue Fragen, die aufgekommen sind. Und vielleicht ein paar Antworten, die ich schon parat habe. Zum Beispiel die Maschinen, die die ganzen Landwirte, die ganzen Länder mit Essen versorgen und sonstiges. Das sind alles, glaube ich, so kleine Kinder, in Anführungszeichen, von Gaia, die die Welt wieder aufbauen sollen. Okay, alles verheilt. Alles verheilt? Ach, tatsächlich? Die sterbenden Lande. Quest öffnen. Das ist eine Hauptquest. Aber das machen wir nächstes Mal. Also Leute, würde ich sagen... Das war eine geile Folge, mit richtig viel Story-Inhalt mal wieder. Wir sehen uns damit nächste Folge wieder. Es war eine etwas Folge mit Überlänge. Also ich hoffe, es hat euch gefallen. Gerne ein Abo da lassen, falls ihr es noch nicht getan habt. Auch die Glocke aktivieren und gerne bei Twitch vorbeischauen. Ich heiße dort auch kein Part 2, dann könnt ihr das Ganze nämlich live verfolgen. Und damit bis zur nächsten Folge. Bis dann. Ciao, ciao.